Unser Kollege. Ihr beschämt mich, Effendim. Ich kehre zu dem Mann zurück, den ich bestahl, und erweise ihm dieselbe Güte. Denkt darüber nach, euch uns anzuschließen, Amico. Sobald euer Gewissen beruhigt ist. Amigo. Ein ehrlicher Mann braucht eine ehrliche Arbeit. Es wäre mir eine Ehre. Hab Dank. Ein Italiener, der in Türkei, weißt du, Istanbul plötzlich Amigo sagt. Ja, okay, Taschendiebstahl haben wir jetzt nicht geschafft. Ganz ehrlich, wir sind ja auch Assassine. Ja, und nicht Dieb. Das heißt ja auch Assassin's Creed und nicht Dieb's Creed. Keine Ahnung. Herausforderung der Roma freigeschaltet. Herausforderung der Söldner freigeschaltet. Was? Was für Herausforderungen sind das denn? Will ich die überhaupt machen? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, ob ich die machen möchte. Die Dinger hier, die interessieren mich. Diese versteckten Gruften und so. Das ist alles super interessant für mich. Okay. Hier ist unser nächstes Ziel. Was können wir auf dem Weg alles finden? Wir sind hier. So, was ist das hier? Die Fähre. Ach, wir können ja mit der Fähre hier rüber. Okay. Auf dem Weg ist nichts. Kein einziger Aussichtspunkt. Ja gut, dann ist das so. Wir nehmen die Fähre. Die Fähre. Ich schwöre, ich bin auf eurer Seite. Aus dem Weg. Ich schwöre, ich bin auf eurer Seite. Natürlich bist du das, sonst wärst du tot. So, wir nehmen mal die Fähre. Ich hoffe, das kostet nichts. Ja bitte. Das geht nämlich schneller. Und ich habe keinen Bock, nass zu werden. Und da wären wir auch schon. Noch nicht mal eine wirkliche Ladezeit. Ganz nett. Das war ganz nett. So, okay. Jede Menge Bettler. Okay, okay. Es ist noch ein bisschen leer alles. Ja, sonst ist irgendwie... Ich habe das Gefühl, hier ist weniger los auf den Straßen. Gerüste. Ja, ja, weiß ich, ja. Kann ich runterreißen. Medizinische Dienstleistung nach ja. Den Lehren von... Wenn ich schon bei dir bin, Monsieur Arzt. Medizin. Ich glaube, ja, die können wir sehr gut gebrauchen. Kostet 74. Wirklich kaufen? Ja, klar. Medizin, natürlich. Die brauchen wir ja. Bitte, wichtig. Versucht in Zukunft spitze Gegenstände zu vermeiden. Ja, ich versuche es, Doktor. Ich versuche es wirklich. Versuchen Sie spitze Gegenstände zu... Also ganz ehrlich. Nein, ich habe einen Fetisch. Ich stehe auf spitze Gegenstände. In mir. Das hört sich sehr falsch an, aber hey. Und so ist es nun mal. Okay, wir haben noch 34. Ich weiß nicht, was das für eine Währung ist. Ich nenne sie einfach mal Lire. Türkische Lire. Ist die Währung da überhaupt so? Och, Ladies. Ladies. Ich hab kein Geld. Ich hab 34. Ich hab 34 Lire in der Tasche, Mann. Sag mal. Vergebt mir, bitte. Wer hat mich denn jetzt hier umgestoßen? War das eine von denen? Warst du das etwa? Gesichter. Oh mein Gott. Okay. So, hier sind wir also. Bei der nächsten Hauptmission. Wir gehen hinein. Was erwartet uns als nächstes? Festenanführer. Einer ihrer Assassinen hat genug Erfahrung gesammelt, um Anführer einer ihrer Festen zu werden. Feste Anführer können zum Rang des Meisterassassinen aufsteigen, nachdem sie einzigartige Missionen ausgeführt haben. Der gewählte Assassine wird permanent der jeweiligen Feste zugewiesen. Wählen Sie also sorgfältig. Okay, das ist jetzt wieder hier wie in Brotherhood. Mhm. Ich habe das einmal gemacht, ehrlich gesagt, ja. Leon Paleologos. Einmal habe ich das gemacht, im letzten Teil. Aber danach halt auch nicht mehr. Wir entsenden ihn mal. Mit dem Rekruten reden. Es ist halt eine Hauptmission. Deswegen machen wir das. Selbstverständlich. Hallo.
Mein Freund, der Wächter, Teil 1. Dieser Rekrut ist besorgt über einige verdächtige Vorkommnisse in diesem Bezirk. Lassen Sie sich Bericht erstatten. Okay. Mentor, wir haben ein Problem. Sehr viele Assassinen sind in den letzten Monaten verschwunden. Und ich ahne auch, warum. Verschwunden? Meint ihr, sie wurden getötet? Ich fürchte ja. Ich habe keine Zeit, es zu erklären. Versteckt euch im Park westlich von hier und wartet auf meine Ankunft. Okay. Dann werdet ihr selbst sehen. Ich verstehe. Also machen wir das. Den Rand des Stadtparks erreichen und irgendwas mit den Rekruten machen. Ich konnte es wieder nicht lesen. Ich lese zu langsam. Ich genieße es zu reden, zu lesen. Deswegen verpasse ich halt auch manchmal Sachen. Das tut mir sehr, sehr leid. Ladies, es reicht. Herr, ich brauche Geld. Und ich gebe dir keine Gegenleistung dafür. So, sind wir hier richtig? Sieht richtig aus. Ich glaube, hier sind wir richtig. Glaube ich. Oder wir müssen hoch, oder? Oh, hier komme ich nicht hoch. Daneben hier. Locker flockig. Da oben also. Hoch mit dir, Ezio. Nett. Das ist aber unser Rekrut, ne? Ja, ja, ja. Erst das Gebiet von Templern säubern, dann zum Rekruten. Okay. Drei Ziele sind es. Und drei Ziele sollen es sein. Ich erwische erstmal den hier oben. Weil bevor der uns bei irgendwas sieht, will ich ihn lieber eliminieren. So, Kollege, tschüss. Oh nein, können wir von hier oben? Ja, perfekt. Zum Heuhaufen gehen und mit den Rekruten sprechen. So machen wir das. Wir reden mit dem Heuhaufen. Schärft eure Sinne. Hier droht eine Gefahr, die ich nicht verstehe. Ihr haltet Wache. Was für eine Gefahr reden wir hier? Ich sehe mich mal um. Was? Was für eine Gefahr, lieber Ezio? Die Umgebung mit dem Adler sind nach Anzeichen für verdächtige Aktivitäten. Was ist mit dem Kollegen hier? Lasst euch nicht von den bösartigen Gerüchten täuschen. Diese Assassinen sind brutale, kaltherzige Mörder. Wir müssen mit den Byzantinern kooperieren, um sie niederzuschlagen. Findet die Ziel lokalisiert? Welches Ziel denn? Reißt die Herzen der Gotteslästerer aus ihren Körpern. Bringt der Stadt Frieden. Hier, oder was? Aha. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Da ist wohl jemand auf Mördertour. Oh, wer bist du denn, Kollege? Das ist aber nicht unser Freund, oder? Folgt diesem Mann! Nein, ist er nicht. Nur ein schuldiger Mann rennt so schnell davon. Dann wird er wohl schuldig sein, was? Wo ist er hin? Natürlich ist er nach oben geklettert. Ah ne, hier ist eine Treppe. Okay. So, okay, wir haben ihn. Wir haben ihn doch nicht. Wow, ernsthaft? Ja, weiter so! Siehst du, Diabolo? Lass mich einfach im Frieden, bitte!
Was? Was? Desynchronisiert? Was hätten wir da machen sollen? Ich dachte, ich muss diesen Typen verfolgen. Mit seiner komischen Rauchbombe. Und die laufen einfach an ihm vorbei. Hätten wir die Wachen jetzt umbringen sollen, oder was? Den Rekruten verteidigen. Ach so. Ja, gut. Der wird natürlich verteidigt. Der kann sich doch selber verteidigen. Der will doch Meisterassassine werden. Verletzt? Na bitte. Mein Stolz ist verletzt und mein Herz ist schwer. Dieser Mann, sein Name ist Wally, er war einst ein Assassine. Er hat offenbar Talent und eine Rechnung zu begleichen. Evette, bis der Mann gefasst oder getötet wird, kann sich keiner von uns in dieser Stadt sicher fühlen. Mhm. Und bis ihr richtig geübt seid, werde ich euch nicht in den Kampf gegen einen so tödlichen Gegner entsenden. Konzentrieren wir uns weiter auf die Verbesserung eurer Fähigkeiten. Okay, das sind wahrscheinlich volle Synchronisation, mindestens ein Assassinensignal einsetzen. Okay, das habe ich jetzt nicht gemacht, ehrlich gesagt. Achso, das sind diese Taubenschläge, oder was? Also. Die Taubenschläge waren ja im letzten Teil. Mediterrane Verteidigung. Entsenden Sie Ihre Assassinen in eroberte Städte. Ja, bitte. Bei der mediterranen Verteidigung können Sie Assassinen auf Missionen in Städte der Mittelmeerregion entsenden. Sie können den Templern schaden, indem Sie diese Städte von ihrem Einfluss befreien. Wenn eine Stadt der Templer zurückerobert wurde, richten die Assassinen dort eine ständige Vertretung ein. Dadurch werden Optionen freigeschaltet, die bei der Entwicklung der Stadt helfen und sie florieren lassen. Die Agenten der Templer werden allerdings versuchen, ihre verlorenen Städte zurückzuerobern und könnten sogar einen massiven Angriff starten, wenn sie nicht darauf achten, ihren Einfluss auf die Stadt aufrechtzuerhalten. Okay. Huh. Bursa. Mhm. Das ist aber jetzt hier, gehört das denn zur Hauptstory? Wahrscheinlich nicht, oder? Bursa, mediterrane Verteidigung, wir nehmen die mal. Der kleine Prinz. Schwierigkeit 3 Sterne auswählen. Sultan Bayezids dritter und nichtsnutzigster Sohn Korkut wurde von Templern entführt und wird nun in Bursa gefangen gehalten. Entsendet eine Gruppe von Assassinen, um alle Templer zu eliminieren und den Prinz zu retten. Das können wir machen. Er hat 100% Erfolgsaussichten. Vielleicht sollten wir ihn dahin schicken. Mission starten. Sie sind im Begriff, diesen Rekruten auf eine Mission zu entsenden. Werden nicht zur Verfügung stehen. Ja, ja, das ist okay. Mission akzeptieren. Wir schicken ihn einfach mal. Der kriegt das hin. Da bin ich mir sicher. So, die Kiste nehme ich auch. 212. Arabisches Pulver. Warum steht da nicht, wie viel wir Geld einnehmen dadurch? Oder stand das da? Oh, im Banktresor haben wir über 2K. Dann gehe ich nochmal gerade zu der Bank hier, die um die Ecke ist. So, die ist nämlich schon errichtet, oder? Die muss ich jetzt nicht renovieren. Oder? Nein. Ja. Ich würde gern Geld abheben, Kollege. Danke. Tschüss. Fortuna unseren gemeinsamen Geschäften hold sein. Evet, Effendim. Gibt es einen Grund, wenn ja, Ladies, weißt du, kaum war ich bei der Bank. Die Qual, die ich diese Qual, Alter, die Qual ist eine Stimme in meinem Ohr. Ja, wie komme ich denn hier hoch? Komme ich überhaupt hoch? Okay, das war gut. Was passiert hier? Der macht es wieder selbstständig. Oh, die Steuerung. Die Steuerung teilweise wieder. Alles gut. Alles im grünen Bereich noch. Ja, ja, klar. Evet. Ich verstehe kein Türkisch. Nee. Keine Ahnung, was sie da erzählen, aber hey, ist wahrscheinlich bestimmt nur nettes Zeug. Nein, ja, ich will doch nur ein bisschen cruisen, Mann. Lass mich doch cruisen. Tschüss. Was?
Wenn er jetzt hier hochklettert, ne? So blöd kann man doch nicht sein. Ich sehe ihn! Da! Ich sehe ihn! Da! Hui! 34 Lire. So, ich muss schon wieder über den Fluss schon wieder? Ernsthaft? Wie oft denn noch? Okay, tatsächlich. Wir müssen über den Fluss. Wir könnten aber auch mal. Ich meine, es macht keinen Unterschied. Aber wir nehmen mal das Ding hier. Ja, genau, den Heuhaufen. Nein, hier. Und reisen einfach runter. Und zwar. Wie heißt das? Nein. Nein. Hier ist schon alles freigeschaltet. Der große Bazar, da müssen wir also hin. Bevor die Fähre nehmen, ich meine, auf dem Weg war eh nichts. Ja, dann können wir dann auch. Deswegen sage ich ja, die Welt ist ein bisschen leer. Noch. Vielleicht ändert sich das ja noch. Okay. Aus dem Weg, Effendim. Ach du Schreck. Ach du Schreck. Ja, klar. Sowas sagen die in der Türkei. Ach du Schreck. Hier müssen wir rein. Dann gehen wir doch hinein. Ach, guck mal, wer da ist. Gibt es Schäden? Keine offensichtlichen. Byzantinische Templer sind schlechte Gastgeber, aber gute Pächter. Wenn sie einen Ort einnehmen, halten sie ihn in Stand. Weil sie vorhaben zu bleiben. Kessin Likle. Nun, wie versprochen, falls ihr lernen wollt, eure eigenen Bomben zu bauen. Ich zeig's euch. Ja, komm, let's go. Nicht anfassen. Eine falsche Bewegung und peng, das Haus stürzt ein. Ist das euer Ernst? Euer Gesichtsausdruck. Hier, ich zeig's euch. Ein lustiges Kerlchen, dieser Yusuf. Bombenherstellung. Die Assassinen haben nun die Kontrolle über die Feste im nördlichen kaiserlichen Bezirk übernommen. Und Yusuf ist beruhigt. Bringen Sie mehr über die Bombenherstellung in Erfahrung, bevor Sie gehen. So machen wir das. Genau so machen wir das, Freunde. Mit der Werkbank interagieren. Ich nehme erstmal die Kiste hier. Was ist das? Verzögerungshülse, Sprengfalle, klebriger Harzbeutel, Datura-Bombe, Nebelbombe, Kirschköderbombe, Donnerbombe, Splitterbombe, Krähenfußbombe, Goldbombe. Wer macht denn sowas? Blutbombe und Stinkbombe, natürlich. Moment, was? Ja, aber das war jetzt nicht die Werkbank, oder? Ja, hier, ich will doch die Kiste. 112. Wo ist das Geld, was wir bekommen? Steht das nirgendwo? Schade eigentlich. Oh, noch eine Kiste. Sehr viele Kisten hier. Ja gut. Raten kann ich also nicht mehr. Ich kann raten, wie viel arabisches Pulver wir bekommen. Das könnte ich natürlich tun. Wir sollen also hier an diese Werkbank, okay? Dann Unsere machen wir das. Bomben bestehen aus drei Bestandteilen. Der Hülse, dem Schießpulver und der entscheidenden Zutat. Okay. Manchmal fügen wir noch mehr hinzu, aus Spaß. Doch dazu kommen wir später. Zunächst konzentrieren wir uns nur darauf. Alter, okay, Aufschlaghülse. Mit dieser zerbrechlichen Hülse aus Terrakotta kann die Bombe beim Aufschlag zünden. Finde ich besser als so eine Verzögerungshülse. Deswegen nehme ich die Aufschlaghülse. Dachte ich zumindest. Wir sollen die Verzögerungshülse nehmen. Okay. Dann nehmen wir natürlich arabisches Pulver und Hagel. Bombe herstellen. Bombe testen. So.
Das hat gut geklappt. Die schauen sich das jetzt an. So, was ist denn hier passiert? Was ist denn mit euch beiden passiert? Ja, das kann ich euch sagen. Wow. Ja, deswegen brauche ich eine Aufschlags. Ja, das war schlau. Neustart in 3 Sekunden? Ach so. Nö, brauche ich nicht. Ja, okay, das macht Sinn. Bombe herstellen. Bombe hinzufügen, klar. Noch mehr? Okay. Ihr werdet viele Zutaten für Bomben finden. In der ganzen Stadt. Habe ich gemerkt, ja. Also haltet die Augen offen und die Nase am Boden, wenn ihr herumlauft. Das sollte mich beschäftigen. Grazie, Yusuf. Kennt ihr dieses Buch? Nein. Ein Tagebuch? Sie. Der geheime Kreuzzug von Niccolo Polo. Marcos Vater? Ich fand es bei einem Templer in Masyaf. Es erwähnt die 5 Schlüssel zu Altairs Bibliothek. Niccolo versteckte sie in der Stadt. Ah, und die Templer wissen davon. Also ein Wettlauf gegen die Zeit. Wie immer. Einen fanden sie schon. Unter Topkapi. Den will ich mir holen und die anderen suchen. Also, wo werdet ihr anfangen? Am alten Polo-Handelsposten, denke ich. Sie hatten ein Geschäft in der Gegend, oder? Ich glaube schon. Sprecht mit einem Mann namens Piri Reis im Bazar. Mhm. Er kann euch die Richtung weisen. Den kennen wir doch schon. Und euch ein paar mehr Bombenrezepte beibringen, falls euch danach ist. Ja, Splitterbombe wäre auf jeden Fall interessant, weil ich finde das nicht so toll, dass es so eine Verzögerung hat. Weißt du, wenn ich was werfe, dann soll es auch explodieren, da wo ich es hinwerfe. Ich glaube, es macht mehr Sinn. Bombenverstecke können wir plündern? Ja. Gut, ich bin nicht so der... Also wenn es sein muss, klar, dann benutze ich natürlich so eine Bombe, aber ich bin eher so der Freund von Nahkampf. Der Freund von Nahkampf. Und genau deswegen werden wir wahrscheinlich... Ja, ich bin bei Trost. Und deswegen werden wir wahrscheinlich nicht so viele Bomben nutzen. Wo geht's denn hier rein? Ach so, hier ist der Bazar. Mhm. So, zu dem guten Piri Reis, also. Den kennen wir. Da waren wir schon. Und diesmal können wir auch mit ihm reden. Finde ich gut. Piri Reis? Ich glaube, ich kenne einige eurer frühen Werke. Reis? Hat Yusuf Tassim euch geschickt? Das klingt nach einer seiner Übertreibungen. Sie, er sagte, ihr könntet mir den Standort von Niccolo Polos Handelsposten zeigen. Ah, ihr müsst dieser Floranzali sein, über den er ständig jammert. Lothario? Ezio. Lothario. Das klingt doch alles gleich. Ja, die alte Polo-Faktorei. Westlich der Hagia Sophia. Hier. Grazie. Yusuf erwähnte auch, dass ihr der richtige Mann wärt, um über spezielle Bomben zu reden. Ach, dieser Mann. Er redet zu viel. Er wett. Ich bin Navigator in der Marine. Mhm. Zurzeit beurlaubt im Studium der Kartografie. Doch in meiner Zeit als Soldat habe ich die Artillerie und Sprengstoffe schätzen gelernt. Das kam auch den Assassinen zugute. Es verschafft uns einen Vorteil. Ich habe verschiedenste Bomben, nur für Assassinen, versteht sich. Natürlich. Tödliche, taktische, zur Ablenkung und ein paar ausgefallene Hülsen. Alles, was ihr seht, steht zum Verkauf, falls ihr beweist, dass ihr damit umgehen könnt. Ich bin sehr gelehrig. Nun, niemand hält euch auf. Gebt einfach Bescheid. Alles klar, Senior. 250 Lire haben wir auch bekommen. 100% Sync. Cool. Wir hätten noch nicht wirklich viel falsch machen können, glaube ich. Oh, hier haben wir ein bisschen Zeug genommen. Sehr gut. Tödlicher Beutel, taktischer Beutel, Ablenkungsbeutel. Für die taktischen Bomben, die sie herstellen. Splitterbomben auf jeden Fall für mich das Interessanteste. Und natürlich Ablenkung.
um die Leute, wie die Bombe schon sagt, abzulenken. Macht auch Sinn. Okay. Cool. Was ist das hier? Phosphor. Sorgt für... Okay. Untersuchen. Was ist das hier? Oh, das sind... Okay, das sind Aufgaben. Bomben einsetzen und so weiter. Ja, gut. Herausforderung. Das ist für mich jetzt nicht wirklich interessant, ehrlich gesagt. Aber für manche schon, die das Spiel wirklich auf 1000% durchspielen wollen, ist das natürlich interessant. Kann ich auch verstehen. Schwarzmarkthändler. Die Tempel sind unbezwingbar. Willst du mich verarschen, Mann? Bleib mal liegen. Du spinnst wohl. Alter, der wollte mich umbringen. Gnade, guter Herr, ich hab nichts Unrechtes getan. Okay, tschüss. Du wirst mir nicht entkommen. Ich bin schon längst entkommen. Komm schon, Ezio. Hau ab. Hey, Freund. Gut. Wo kann ich mich verstecken? Hier auf der Bank? Warte, ich möchte mit euch reden. Nein, möchtest du nicht. Aha, fasst ihn! Shit. Stellt ihm ein Bein! Stellt ihm ein Bein! Verdammt! Oh mein Gott, ist der schnell! Langsam sein! Dinosaurus! Gelobt sei Gott, endlich seid ihr hier. Oh mein Gott. Alter, ich will euch einfach nur nicht alle umbringen müssen. Deswegen flüchte ich. Wie wäre es, wenn ich eine Bombe werfe? Tschüss, Freunde. Ich hoffe, das lenkt ihr ein bisschen ab. Natürlich ist das gefährlich. Aber ich lebe auch gefährlich. Nicht vor allen. Wie viele Leute verfolgen mich eigentlich hier? Okay, weißt du was? Ihr seid echt selber schuld. Ihr seid einfach selber schuld. Ich sehe nichts wegen dem fucking Baum. Das gibt's doch nicht. Ja. Ich bin jetzt der Mörder. Alter, die wollten auf mich los. Aus dem Weg. Gott erbarme dich. Ich muss hier verschwinden. Gnade, Gnade. Okay. Okay, ganz ruhig. Ganz ruhig. Alles wird gut. Alles wird gut. Ich muss nichts überstürzen. Alle sind tot, die mich verfolgen wollten. Gut, ich werde jetzt gesucht. Gibt es hier eigentlich diese Plakate, diese Fahndungsplakate noch? Ich habe noch kein einziges gesehen, ehrlich gesagt. So, schnell weg hier. Ich werde ja gesucht. Wir gehen einfach zur nächsten Aufgabe. Das ist... ein gefährliches Pflaster ist es hier. Aber immerhin, eine von den Bomben konnte mich ja retten gerade eben. Einigermaßen. Trotzdem wurde ich verfolgt. Okay. Wahrscheinlich müssen wir zurück zu Yusuf, um mit ihm über die weitere Planung zu reden. Oder müssen wir woanders hin? So, was ist das hier? Hier muss ich rein. In so einen Bücherladen. Warum? Oh, merhaba. Ach, verzeiht die Unordnung. Ich hatte noch keine Zeit, nach meiner Reise hier aufzuräumen. Das hast du gerade umgeschmissen. Ihr kamt aus Rhodos, nicht? Sie? Woher wisst ihr? Wir waren auf demselben Schiff. Ich bin Ezio Auditore. Sophia Sator. Kennen wir uns? Noch nicht. Jetzt schon. Darf ich mich umsehen? Prego. Meine besten Stücke findet ihr hinten. Meine besten Stücke findet ihr hinten. Ein bekanntes Gesicht. Im alten Handelsposten der Polo-Brüder könnten Hinweise auf den Aufbewahrungsort der Masyaf-Schlüssel versteckt sein. Untersuchen Sie das Gebiet, um seine Geheimnisse zu lüften. Das tun wir.
Es ist schön, noch einen Italiener in diesem Bezirk zu treffen. Sophia Sartor. Was für eine Frau, oder? Mehrsprachig, multikulturell, hochintelligent, reif und äußerst üppig. Wir wissen, dass sie irgendwann um 1476 in Konstantinopel geboren wurde und dort mit ihrer Familie bis zum Ausbruch des Osmanisch-Venezianischen Krieges lebte. Das war 1499. Ein schlechtes Jahr für Venezianer, um im Reich zu leben. Sophias Eltern nahmen sie mit zurück nach Venedig. Aber sie konnte ihre Geburtsstadt nie vergessen. Was sagt uns das? Dass man das Mädchen aus Konstantinopel herausholen kann, aber Konstantinopel nicht aus ihr. Irgendwie so etwas? Und dieses Gemälde von ihr, ich könnte es tagelang anstarren. Es ist von Albrecht Dürer, dem bekannten deutschen Künstler. Ein Meisterwerk voller Farbe und Wärme. Sophias Vater bot Dürer eine lächerlich geringe Summe, damit er seine Tochter porträtiert. Aber als der Maler das Modell dann sah, wollte er gar keine Bezahlung mehr. Er sagte, die Ehre, sie malen zu dürfen, sei Belohnung genug. Klar, nur richtige Top-Künstler können sich so ein Geschmalz erlauben. Obwohl Sophia vielseitig interessiert war, galt ihre größte Leidenschaft der Literatur. Eine Liebe, die erst durch die Erfindung des Buchdrucks möglich wurde. Das geschah etwa ein halbes Jahrhundert davor und machte Bücher zum ersten Mal in der Geschichte erschwinglich und für alle verfügbar. Sophia liebte den demokratisierenden Effekt der Bücher und widmete ihr Leben dem Vorhaben, dies auch allen anderen zu vermitteln. Die meisten bleiben im venezianischen Viertel oder Galata. Altrettanto. Ich dachte, der Krieg der Osmanen gegen Venezia hätte die meisten von hier vertrieben. Ich lebte mit meinen Eltern hier, als ich klein war. Der Krieg vertrieb uns. Aber ich wusste immer, dass ich zurückkehre. Ja, haben wir gerade gelesen. Sehr gut. Also hier müssen wir jetzt nach unserem Stuff suchen. Was haben wir denn hier? Oder dort? Ziel lokalisiert. Das ist unser Ziel? Oh. Habt ihr etwas Interessantes gefunden? Vielleicht. Mio Dio, wo kommt das her? Incredibile. Wo führt das hin? Finden wir es heraus. Ja, aber die kommt doch jetzt nicht mit. Wer seid ihr, Messere? Nur der interessanteste Mann eures Lebens. Wow. Oh, che presuntuoso. Ja, übel. Na presto, Sophia. Ich komme bald zurück. Richtiger Angeber. Aber selbstbewusst ist der gute Herr, ne? Das war er schon immer. Zu Recht. Vollkommen zu Recht, der gute Ezio. Okay, was haben wir da jetzt gefunden? Eine versteckte Gruft, oder was? Tid ist dich hier. Wisst ihr, wie lange wir schon diese abscheuliche Zisterne durchsuchen? Ich bin seit Wochen hier. 13 Monate. Und zwar seit der Großmeister diesen verdammten Schlüssel fand. Aber er weiß überhaupt nicht, was er tut. Er weiß nur, dass sie irgendwo in der Stadt sind. Und die Stadt ist groß. Toxero. Das sage ich doch. Und seid ihr Zwillinge, oder was? Zurück auf eure Posten, agiert es! Okay. Das heißt, wir haben hier Besuch. In der Cisterna Basilica. Die Geheimtür in Sophias Geschäft hat Ezio in eine unterirdische Zisterne voller Templer geführt. Untersuchen Sie die Zisterne, aber seien Sie vorsichtig. Nicht entdeckt werden. Oh, okay. Das kann ich nicht versprechen. Aber ich gebe mir selbstverständlich Mühe. Wie immer. Okay. Ah, okay, ja, sehr gut. Das ist der richtige Weg. Muss ja, ne? Muss ja der richtige Weg sein. Ich glaube, die finden mich jetzt nicht. Ich kletter mal wieder hoch. Ah, okay. Es stinkt hier unten. Nice. Wir finden die Schlüssel bald.
Das werde wohl ich sein, der diese Schlüssel findet. Oh, hallo. Liebe Kiste. Salpeter. Wir haben auch noch ein bisschen was. Ein bisschen Hagel. Vom letzten Hagelsturm. So, was hier gibt's. Hier gibt's einfach so eine Bombenkiste. Okay, wir kriegen sehr viel Stuff, deswegen öffne ich das immer. Aber herstellen müssen wir tatsächlich nichts erstmal. Denke ich. Wir werden es sehen. Hier sind echt viele Templer. Pass auf die Tür auf und nicht auf deine Füße. richtig netter Vorgesetzter ist das. Okay, wo kann ich jetzt hier hoch? Dreht er sich um? Wir sollen doch nicht entdeckt werden. Es war ja nie die Rede davon, dass wir niemanden umbringen sollen. Oder? Ja, ne? Ich würde mich gerne hier oben aufhalten, damit wir auch nicht entdeckt werden. Ich glaube, das ist der bessere Weg. Was ist eigentlich mit dem da hinten? Müssen wir ihn irgendwie umbringen oder warum ist er so wird er so krass angezeigt? Vento Pistevo. Was macht er da? Ergreift ihn! Ich hab immer den alten Hafen benutzt. Okay, das lief nicht so toll. Aber ganz ehrlich. Scheiß drauf. Los, los! Wie kann ich mich nochmal befreien? Oh, shit. Fuck. Okay, es ist ziemlich dunkel hier in dieser Ecke, aber... Tja. So ist das hier manchmal. Manchmal wird man in einer dunklen Ecke zerlegt. Okay, wir haben den Schlüssel. Wir können weiter. Ich hatte nicht vor, entdeckt zu werden. Ist jetzt sowieso zu spät. Die Erkundung fortsetzen. Oh ja, sehr gerne. Kann man nicht hoch? Muss ich wirklich schwimmen jetzt? Nein, muss ich nicht. Okay. So. Oh mein Gott, jetzt bin ich doch nachts geworden. Verdammt. Oh, jede Menge Kisten gibt es hier immerhin. Nett, nett, nett. Britisches Pulver. Mhm. Ja, klar, ein bisschen Phosphor, danke. Können wir unendlich bei uns tragen, oder? Oder gibt es da so eine Obergrenze? So, hier müssen wir weiter. Oh, jetzt sind die auch noch oben. Sorg dafür, dass wir für die Grabung genug Fackeln haben. Ich bin es leid, im Dunkeln herumzustolpern. Mhm, mhm, stimmt. Es ist echt dunkel hier. Wohin denn jetzt? Ich denke, wir müssen da hinten irgendwie hin, aber... Ich wollte nur die Kiste. So. Ah ja, wir müssen den Typ da oben erwischen. Schwierig.
Oh mein Gott. Sieht aber nicht so aus. Huh. Dachte schon, der hat uns. Oh, wer sieht uns denn jetzt schon wieder? Der Mann da. Nein. Du kennst uns nicht. Schneller! Der hängt uns ab! Bukatara! Er entwischt uns! Wo ist denn der hingerannt? Schneller! Der hängt uns ab! Der hängt uns ab? Alter, du bist in die absolut falsche Richtung gelaufen. Okay, die KI von den Gegnern hier ist... Wow. Katastrophal. Okay, wie komme ich jetzt an den ran? Von da oben. Mhm. Ich muss also weiter hoch. Mhm. Wie soll man das denn machen, ohne dass man gesehen wird? Das ist ja krank. Und der hat nichts gesehen. Klar. So, und jetzt haben wir freie Bahn. Das Ding hier sieht ja prädestiniert dafür aus, um den umzuhauen. Und das sollten wir von hier auch tun. Tschüss, Kollege. Oh, wow. Ich verliere ihn. Dein Ernst? Er haut uns einfach mit seinem Knüppel auf den Schädel. Wie soll man denn hier unentdeckt bleiben? Das war unmöglich. Wir sind ja durch dieses Holz durchgebrochen. Spitzhacke, ciao. Okay. Können wir jetzt interagieren? Ich muss anonym werden, ne? Ja. Sind wir jetzt anonym gleich? Ja, okay. Also, das ist wirklich schwer, hier anonym zu bleiben. Das ist... Also, wirklich. Die Erkundung fortsetzen, jawohl. Jede Menge Kisten. Ja, Phosphor. Ich will eigentlich nur wegen dem Geld. Ist da überhaupt Geld drin? Ich habe das Gefühl, da ist kein Geld drin. 3708 haben wir jetzt. Und jetzt immer noch. Das gefällt mir nicht. Warum ist da kein Geld drin? Ich dachte, überall ist Geld drin. Oh, nö. Weg mit dir. Wir müssen da oben hin. Wie komme ich da hoch? Wahrscheinlich hier drüber. Ja, sieht gut aus. Das sieht nicht so gut aus. Okay. Ich lass die Wache mal links liegen, weil die ist mir egal. Außer die wir umbringen müssen. Hier unten ist noch jemand außer uns. Halte die Augen offen und die Fäuste bereit. Die Fäuste? Ich dachte, die haben Schwerter. Oh. Ah, wenn ich nicht Kreis drücke, dann nimmt er das Ding, um die Ecke zu fliegen. Verstehe. Coole Mechanismen gibt es hier auf jeden Fall. Sehr, sehr coole. Wir sollen hier also ein Ziel auswendig machen. Das ist er nicht. Auch nicht. Das ist er. Die laufen alle im Kreis. Das ist... Okay. Okay,
keine Ahnung, wie wir an den rankommen sollten, ohne dass man entdeckt wird. Also das ist ja fast unmöglich. Oder übersehe ich hier jetzt irgendwas? Irgendwas übersehe ich doch. Wie kommt man denn an den dran? So aus der Luft? Gar nicht? Ich glaube tatsächlich gar nicht. Wir gehen mal in die Nähe. Da, in der Ecke. Ich habe etwas gesehen. Hast du nicht? Hol Verstärkung. Das ist ein Angriff. Hä? Wie haben die mich denn jetzt? Haben die mich gesehen? Oh. Hallo. Ganz ehrlich. Das könnte unser Mann. Ich kenne diesen Mann. Ich kenne diesen Mann. Wir suchen hier einen Mann hier unten. Aber ich weiß nicht, wer das ist. Aber ihn hier, ihn kenne ich irgendwoher. Schlüssel erhalten. Wir haben den Schlüssel erhalten, während wir ihn umgebracht haben. Wie haben wir das denn gemacht? Autsch. Oh. Und der letzte. Also ganz ehrlich, das ist mir zu anstrengend, hier diese volle Synchronisation hinzubekommen. Das ist ja voll übertrieben, oder? Oder kommt mir das jetzt irgendwie nur vor? Oder ist es eigentlich ganz einfach? Adler sind benutzt, um verborgene Geheimnisse aufzuspüren. Was? Da ist was. Da ist was. Ziel lokalisiert. Eine Geheimtür oder was? Ich muss wohl ins Wasser. Ach, das ist gar kein... Ah, okay. Ist gar nicht tief. So. Was haben wir denn da? Schönes. So wirklich krass versteckt war das jetzt nicht. Ja, da war ja ein Knopf. So, was ist das jetzt hier? Kriegen wir jetzt Thors Hammer? Den Masyaf-Schlüssel beschaffen. Ach, hier gibt es so einen Masyaf-Schlüssel. Ach so. Oh, cool. Den ersten von 5. Er gehört jetzt uns. Ezio Auditore da Firenze. Der erste von 5, jawohl. Karte erhalten. Klasse. Und 400 Lire. Aber wir wurden entdeckt. Ja gut, das ist halt... ja, was willst du machen? Wie komme ich jetzt hier... Oh, okay, cool.